Hallo und herzlich willkommen hier bei New German Reviews. Heute mal wieder mit einem neuen Video. Heute mal wieder mit Watch Dogs 2. Und zwar, erstmal schönes neues Jahr für alle, die jetzt ins neue Jahr gegangen sind. Und ziemlich alle. Und wir haben frohes Neues. Und ich will hoffen, dass ein erfolgreiches und tolles Jahr 2017. So. Wer auch ein erfolgreiches und tolles Jahr 2017 haben wird, ist vielleicht irgendein Mensch. Ich weiß nicht. So. Was wollte ich eigentlich machen? Ich wollte genau eine Mission raussuchen. Das mache ich aber mit Tab. Und sofort raus, was denn? Hey! Hey, lass mich doch in Ruhe, meine Güte! Mann, ich habe keine Zeit für sowas. Ich fahr nach hinten. Moment. Nee. Komm jetzt. Come on. Yes. Ist okay. Da vorne ist ein viel cooleres Auto. So, mal im Leiser. Moment. Stehen bleiben. Nee, ich brauche dein Auto. Raus hier. Das brauche ich jetzt. So. Haben wir das Auto schon mal? Bin ich das schon mal gefahren? Ich weiß gar nicht. So, egal. Eine Mission wollte ich machen. Wir haben keine andere Nebenmission mehr. Okay. Ich mache erst... Oh, lol. Blume erledigen. Ups. Hä? Okay, hacke die Welt. Treffer Range. Treffer Range. Strand. Oder mache ich jetzt die hier? Ne, warte. Nehmen wir erst das hier, weil bevor... Warum sind die jetzt rechts? Bevor das hier irgendwie die letzte Mission sind oder so, weil ich weiß nicht, wie weit ich gerade bin, mache ich erstmal die hier. Ist mir jetzt hinterhergelaufen? Nein. Wo muss ich denn hin? So, ich mache erstmal die ganzen... Boah, ich habe jetzt in den letzten Tagen Arma 3 gespielt. Alles live. Also, ist ja ein... Alles live ist ja ein Mod von Arma 3. Da habe ich jetzt die ganze Zeit dieses Markieren mit Steuerung. Zweit. Mit Steuerung und dann Dings. Oh. Fuck! Autofahren muss ich noch lernen. Und so weiter. Das. Meine Güte. Was ist denn los? Ich will ein Geld haben. Was ist passiert? Ich will das Geld von dir haben. So, da muss ich hoch. Was ist da los? Was ist da los? So, irgendwo muss hier doch so ein Ding stehen, womit ich hochkomme. Irgendwo hier. Moment, was ist passiert? Fahr. Einfach fahren. Da ist keiner vor dir. So, irgendwo muss hier einer sein. Hör zu, ja, ich muss. Weil sonst komme ich da nämlich auch nicht hoch. Hast du Geld? Meine Güte, ich kann ihr das Geld nicht abnehmen. Ich glaube, wenn sie am Handy ist, kann ich das Geld nicht abnehmen. Zentrale, lol. Wir haben einen anonymen Tipp zu einem möglichen Verdächtigen. Bitte melden. Mutmaßiger Brandstifter. Ja, nice. Jetzt kommt die Polizei da gleich hin. Ja, hier komme ich hoch. Hier bin ich noch nicht lang gefahren, oder? Oh. Josh, was ist da los, verdammt? Primate stiehlt mit deiner Hilfe DedSec-Daten. Nur über meine Leiche. Ich hoffe nicht. Finde heraus, wer dich hackt, bevor der Transfer vollständig ist. Schau, ob dir jemand auffällt. Ja, mir fällt keiner auf. Alles okay? Ist halt egal. Weg da. Aha. Wer kommt denn da angekrochen? Ich möchte... Hallo? Was soll ich machen? Hallo? Was zum Teufel geht hier vor? Ja, weiß ich auch nicht. Ich komme nicht aus dem Auto raus. Was? Ach, ich habe mich hier drin eingesperrt, oder wie sieht's aus? Warte, was ist, wenn ich das mal eben gegen mich fahren lasse? Ich kann hier aussteigen. Nein, fahr.
Warum? Boah, jetzt kann ich aussteigen. Er leckt mich doch. Was ist das für ein Chaos hier? Egal, ja, ich mach nur mal. Jetzt muss ich warten, weil ich kann nichts machen. Jetzt ist auch nur Musik hier. Meine Güte. Oh Mann, ruhig bleiben. Ja. Komm, 7% müssen wir noch abwarten. Kann ich jetzt vielleicht irgendwie aussteigen? Genau. Hier, neutralisier mich. Komm schon. Nein! Töte mich. Ich will mich verarschen. Jetzt, ich kann nichts machen. Ich kann noch nicht mal schnell reisen. Was ist denn das für ein Scheiß jetzt? Ja, nicht viel. Naja, kein, was ist unmöglich. Ja, töte mich. Was ist passiert? Okay. Nein, das gab. Ich hack dir alle auf mich nicht. Ja? Scheiße, das hätte man sollen, während der neben mir steht. Was ist passiert? So, wir können kommen. Supi. Dankeschön. Dankeschön, Spiel. Egal, 6 Minuten sinnlos Emo drin verbraucht, weil ich nicht aus dem Scheißauto rauskam. Also so schwer ist es auch nicht aus dem... Wo komme ich hier raus? Hier sind Falken. Warum komme ich... Wo komme ich da? Komme ich... Hier komme ich raus. Warum kann ich aus dem scheiß Auto nicht raus? Vor allem mich gerade. Ich habe übrigens alle Tasten gedrückt. Das lag nicht irgendwie an Inkompetenz oder so. Das lag daran, dass ich hier verdammt nochmal nicht rauskam. So. Okay. Dann lassen wir doch mal nochmal die Mission machen. Ich will einmal... Na, ja, die Mission wollte ich verfolgen. Mission verfolgen. Auf Karte anzeigen. Wegpunkt hinzufügen. Dankeschön. Es hätte alles so leicht sein können. Na, da muss so ein Scheißhacker kommen und meinen, ja komm, ich hack dich jetzt. Was haben wir mit dem kleinen Hund? Was habe ich jetzt gemacht? Ach, ausgeschaltet. Und kaputt. Ja, da ist nichts passiert. So, ich nehme jetzt übrigens extra den mit. Weil, wenn ich das nicht tun würde, komme ich nicht auf das scheiß Gerüst drauf. Und wenn ich nicht auf das Gerüst drauf komme, komme ich nicht oben aufs Haus. Mir fällt es gerade auf, dass es regnet. Hat es überhaupt schon mal in den Spiel geregnet? Das wird wieder. Genau, kann man wieder aufbauen. Weiß gar nicht, hat es echt schon mal in dem Spiel geregnet? Ich glaube nicht. Weiß es gar nicht. Das sieht auf jeden Fall hübsch aus. So, hier muss ich hoch. Hier will ich hoch. Nicht wieder am Baum parken, sondern dagegen fahren. Der Baum hier hat es mir, glaube ich, versaut. Ich glaube, das war der Baum, der das mir alles versaut hat. So, hinter mir mal weggehen. Ich habe Neuigkeiten für Sie. Die Welt schuldet Ihnen gar nichts. Das ist ja super. Muss ich Gewalt anwenden? Lass mich doch in Ruhe. Ich möchte einfach nur hochklettern. Ne, darauf habe ich jetzt keine Lust. Weil das muss ich dann wieder lauter machen. In der Post-Production. Was ist Post-Production? Ich glaube schon. Komme ich hier überhaupt hoch? Nein. Da muss ich hoch. Wie komme ich denn da hoch? Komme ich hier hoch lang? Nein. Nice! Was ist, wenn ich hier auf B drücke? Den hier rum. Hab ich nicht zurückgerufen? Nein! Ach ja, und übrigens ist der zweite. Ne, welcher ist denn heute? Doch, der zweite erste. Es kann sein, dass hier noch ein paar Böller rumfliegen. Dass man das noch hört. Das kann auch gut sein. Weil es war gerade auch jemand da. Ist halt gerade knifflig hier.
Mein Güte. Das ist richtig friemelig. Leck mich doch am Arsch. Kann ich ihn zurückrufen nochmal? Reizen? Ne, reizen will ich nicht. B, halten. So, Markus, legt näher vernünftig hin. Dankeschön. Meine Güte. Wow. Okay. Oh, ich wollte schon sagen. Ich habe nämlich keinen Plan, was ich damit machen soll. Ah, da kann ich doch was... Ah, genau. Hier kann ich doch was hacken. Ah. Ich möchte jetzt einmal entsperren. Meine Güte. Das hat jetzt aber gedauert. So, einmal hacken. Dann kann ich jetzt den hier benutzen. Kann ich da mit Max drauf. Komme ich vielleicht... Boah, das wäre der Shit, wenn ich da jetzt drauf springen könnte, oder? Schaffe ich das? Safe schaffe ich das. Ich bin Markus. Ich habe vergessen, wie der Nachname ist. Easy, guck. Wie heißt ich nochmal mit Nachnamen? Markus. Markus. Alter, wie viele hacken mich denn gerade? Wollen mich verarschen? Aufgepasst. Hier ist eine CTOS-Box, die befreit werden muss. Wo ist der Haken? Bloom Security. Die sind bewaffnet. Aber nichts, was wir nicht schon gemacht hätten. Hey, ich habe gerade die Nachricht abgefangen, dass Bloom die Daten sichert. Ich gebe dir vielleicht 5 Minuten. Tu dies. Ich werde so lange ein bisschen hier die Mauer bzw. das Plakat hier verschönern. Weg hier! So, Sachen lasse ich wieder hier liegen. Follower gekriegt. Tagge den zweiten Satz vor Punkte. Oh! Achso, nein. Was ist eigentlich, wenn der hier runterfällt? Okay. Hätte ich das auch gelehrt? Da hinten haben wir noch eine Hacker-Invasion. Aber die Hacker-Invasionen sind mir eigentlich egal. Jetzt bin ich auch mein Arschloch. Hier kommt keiner mehr vernünftig raus. So. Ich nehme mal dieses Kfz hier mit. Dieses Kfz nehme ich mit, genau. Und dann gucke ich mal, wo ich hin muss. Da muss ich hin. Und da fahre ich, glaube ich, jetzt auch hin. Ist das weit? Ach, 2 Kilometer. Guck mal, ob hier ein besseres Auto steht. Ja, steht ein Motorrad. Motorrad ist das bessere Auto. Nein. Motorrad und Autos sind cool. Beides. Ich weiß gar nicht, gibt es irgendwie so einen Hass gegen, also sowas wie Konsolen-War gegen Motorräder und Autos? Gibt es da eigentlich zusammen? Ich glaube gar nicht, ne? Ich glaube, es geht nur wirklich Markenhass. Also BMW und Mercedes zum Beispiel. Das gibt es auch nicht bei Motorrädern und Autos. Finde ich gut. Weil ich finde sowieso Schwachsinn mit Magenhass. Also sowieso kompletter Schwachsinn. Natürlich würde ich jetzt lieber ein BMW M4 fahren als ein C63 AMG. Aber das ist einfach nur. Yo! Geschmackssache. Genau. Genauso wie diese kleine Bodenwelle. Beziehungsweise was da nichts im Boden war. Ah, naja. Fährt der gegen mein Motorrad? Willst du mich verarschen oder was? Ja, rundgütiger. Fährt nicht so einfach gegen fremde Motorräder. Deswegen fährt man auch über Rot. Oder über nicht Rot. Da ist nichts abgegangen. Wuh! Das ist knapp. So. Come on. Wann seht ihr es denn? Ihr seht es durch am dritten. Ey, willst du mich verarschen oder was? Bin ich darüber gestolpert? Das Schiff in internationale Gewässer zurückgejagt. Bisher ist nicht bekannt, woher das Schiff ursprünglich kam. Das Eindringen illegaler Schiffe in US-Gewässer nimmt weiter zu. Es wird spekuliert, dass es um Industriespionage
den Technologieunternehmen im Silicon Valley geht. Was? Nein. Meine Güte, ich mache keine Wheelies mehr übrigens. Weil irgendwie wollen die immer, dass ich da hinfalle. Und ich bin gerade über eine scheiße Dose gefallen. Eine Wasserflasche. Entschuldigung. Und jetzt bin ich gegen ein Auto gefahren und bin ich gefallen. Mann. Scheiße, soll ich da denn hoch? Das muss ich hacken. Moment. Genau. Einmal hier alles angucken. Nein, 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 nein. Nein! Darauf kann ich nicht zugreifen. Ja, Flere-Signal. Das ist ja echt schade. Ich will hoffentlich nicht wieder Naseblumen. Ich habe jetzt auch nur meine Nase gedrückt. Wo kann ich dies denn hacken? Mit V. Aha. Da hinten. Komme ich hier mit dem Quadrocopter durch? Dann kann ich nämlich mal gucken, wo es rausgeht. Nice, ich komme mit dem Quadrocopter durch. Okay, hier. Wie komme ich hier hoch mit dem Ding? Achso, einfach Treppen hochgehen. Gut. Dann wäre es auch geklärt. Dann hier hoch. Dann mal hier hoch. Dann gucken, ob die Aufnahme läuft. Die Aufnahme läuft. Wie man es von mir gewohnt ist. Die Aufnahme läuft auch noch. Ja. So, und dann geh mal hier lang. Geht eigentlich in den Turbo-Modus? Ne, der kann nur reizen. Das Ding ist nur reizvoll. So, wo bist du nun? Hey. Da, einmal entsperren. So, jetzt kann ich aber auch da oben einmal den runter holen. Man kann übrigens in die Fenster reinkommen. Sieht man dann auch was? Ich wollte gerade sagen, das Ding fährt nicht weiter. Das wäre jetzt der Shit. So, gut, und Dach. So, einmal steuern. Nein, einmal steuern. Und dann hoch. Ich kann nicht reingucken. Na, da sieht man nur die Lampen. Auch keine Möbel drin. So. So. Und dann einmal alles schön hier lackieren. Hier ist gar nichts. Wieder den Dings schwingen. Den Pinsel schwingen. Dann war es auch. So. Aber sieht doch nett aus. Sieht man bestimmt von unten gar nicht. Weil das. Ja, ist wohl groß, aber das sieht man. So wahrscheinlich nicht. Warum ist er. Guck mal, da haben wir ein bisschen Kleider drüber geschmiert. Ne, doch nicht. Ich wusste das gar nicht da. Guck mal, die wollen uns eigentlich nur verarschen. Eigentlich ist das alles gar nicht da. So, einmal hier runter. Und in der Zeit. Ne, ich kann ja nichts auf der Karte markieren, so. Als nächstes fahre ich. Meine Güte. Nein, meine Güte. Fahre ich dorthin. Zu der Lombard Street. Ich hoffe, das Motorrad steht noch hier irgendwo. Da liegt es noch gut. Und steht auch noch sonst eins. So, verlassen. Hier kann ich nämlich schon runterspringen. Und dann gib ihm.